So, Brudi, wir sind jetzt da. Du musst jetzt da rein. Scheiße, ich will nicht da rein. Du packst das, Bruder, du bist stark, weißt du? Meinst du, ich pack das? Du bist hart im Nehmen, du gehst da rein, machst dein Ding und kommst wieder raus. Wie ein Löwe. Ja, okay, Bruder. Und guck mal, wenn du Hilfe brauchst, mein Vater ist auch da drin. Nur ist jetzt ein bisschen länger. Und denk an eine Sache, lass die Seife liegen. Nicht aufheben. Ja, okay, keine Seife aufheben. Welchen Film guckst du gerade? Wieder ist hier Cornflakes, guck Fernseher. Hä, der hat einen Supermarkt hier, wie geht das im Knast? Scheiße, was ist das für ein Typ, Mann? Der wird mich umlegen. Hi, mein Name ist Younes und wie heißt du? Ich bin der Sohn von meinem Vater. Sohn von deinem Vater? Hier drin sind Namen unwichtig, mein Junge. Hier drin sind wir alle nur eine Nummer. Ah, oh, okay. Okay, ich bin Nummer 4182452 36. Ja. 418-2701-221-40. Entschuldigung, eine Frage. Wo schlafe ich? Unten? Oben! Okay, danke schön. Ja. Neuen Komplexpaket angekommen. Kommt jetzt eigentlich in den Knast? Jetzt sag mir, warum du im Knast bist. Ich bin schwarz gefahren. Wegen Schwarzfahren? Ja, ich bin schwarz gefahren. Hör zu, ich hab einen Ruf zu verlieren. Mir gehört der halbe Knast. Wir sagen ab jetzt, du sitzt wegen Doppelmord. Hast du verstanden? Ja, ja. Hör zu, du bist mein Spannmann. Das bedeutet, ich muss auf dich aufpassen. Okay? Ich stehe hinter dir. Okay, okay. Okay. Scheiß Empfang, ey. Da darf ich auch einen Apfel haben? Einen darfst du haben. Denk an eine Sache, lass die Seife liegen, nicht aufheben. Ja, bitte? Mika, Bruder, ich halte das nicht aus! Schau uns, beeil dich! Ja. Ich muss auch telefonieren. Du bist stark, Mann, du bist ein Löwe. Ja, hast du gehört, Mika? Ich bin zu krass hier, Bruder. Du bist stark. Nein, ich weiß nicht, ob ich das packe, Mika. Komm schon, leg Fresse, ich will auch telefonieren. Ja, Mika, ich muss auflegen, Bruder. Jo, Baby. Ja, der normale Kram hier. Aus. Aber das kannst du doch nicht machen, das ist verboten. Ich hab keinen Bock mehr auf den Laden. Jeden Tag Cornflakes, jeden Tag Schokolade, jeden Tag frische Äpfel. Jeden Tag das beste Essen, hab ich keinen Bock mehr drauf. Und was mit mir? Was soll mit dir sein? Keine Ahnung, was mit dir ist. Sitz deine Strafe ab. Ich halte das doch keinen Tag alleine aus. Okay, ich nehm dich mit, ja, Mann. Pack deine Sachen. Echt? Nimmst du mich mit? Das Loch ist eh fertig, komm, pack deine Sachen. Ich nehm dich mit. Wohin, wohin, wohin? Komm, komm, komm.
Chill. Bruder, wo sind wir hier, Mann? Bruder, chill doch mal. Warum? Warum? Ich kenn mich hier aus. Wie? Ich weiß, wo lang wir müssen. Woher? Bruder, ich bin doch schon mal ausgebrochen. Ich bin denselben Weg gegangen. Krass. Siehst du, was ich meine? Guck mal, genau da ist eine Falle. Mach deinen Fuß einen Schritt weiter. Okay. Okay? Das Bärenfalle. Bruder, ich will nicht wieder in den Knast, Mann. Halt dich an mich und du gehst nie wieder rein. Komm, Junge. Warte. Was denn? Warte. Was denn? Wir müssen nach links, aber. Nach da? Ja. Okay. Nach da, nach links. Hey, bleib mal stehen, Süße. Hey, was denn? Was ist los? Was ist das für eine schöne Rasse hier? Ist ein Pomeranian, warum? Ich meine dich. Hä? Wohin gehst du? Hä? Was machst du so? Wie alt? Kann ich bei dir pennen? Was für bei mir pennen? Hast du sie nicht mehr alle? Gib mal deine MSN-Adresse, ja? Was ist ja MSN? Das benutzt seit 15 Jahren keiner mehr. Wo bist du denn hängen geblieben? 15 Jahre? So lange war ich weg. Bruder, wir müssen uns verstecken. Wo spotten die uns? Verstehst du, Bruder? Ich hab keinen Bock wieder in den Knast. Sinan! Wo ist der Typ? Sinan! Läufst du mal bitte weiter? Hey, Entschuldigung. Hey, das ist mein Freund, ja? Nicht mein Freund, Kollege. Geht doch mal einfach beide weg. Ich will neue Menschen kennenlernen. Wir müssen los. Ja, ist gut. Mach's dir MSN, ja? Tschüss. Was für komische Leute, überall Psychos. Du Spasti, was wolltest du von dem Mädchen? Ja, scheiß doch, das Mädchen, hast du nicht den Hund gesehen? Was denn? Hast du Bock auf einen Hotdog? Hey, du Spasti, wir sind auf der Flucht. Hör auf damit, Mann. Komm, Pamuk, wir gehen. Oh, fuck, das ist ein Bullen. Da ist ein Bullen. Komm her. Scheiße. Oder wir müssen irgendwo untertauchen. Weißt du was? Ich hab einen Freund. Ich dachte, ich bin dein Freund. Du bist auch mein Freund, aber ich hab einen anderen Freund. Ach so, okay. Der wohnt hier um die Ecke. Der wohnt nicht weit. Wir gehen zu denen hin. Wir müssen die Klamotten loswerden, Mann. Ja, wir brauchen neue Klamotten. Komm. Die Bullen. Ist eine etwas komplizierte Sache, erzähl ich dir gleich. Können wir reinkommen? Wer ist der Typ neben dir? Das ist ein Freund von mir, der ist wirklich lieb, ehrlich jetzt. Yunis, das ist mir alles zu komisch hier. Komm schon, Mika, wir sind Brüder, du weißt doch, wir sind Brüder. Komm, Bros. Komm rein. Komm. Jungs, setz euch hin. Jungs, Yunis, erzähl mal, was ist passiert? Ich hab gedacht, du sitzt so ein paar Jahre. Was macht ihr hier? Bruder, guck mal, es ist eine lange Geschichte, ne? Guck mal, pass auf, ich sag dir das, ne? Aber entspann dich, ne? Übertreib nicht, raste nicht aus. Erzähl ihm alles. Ja, erzähl. Ich bin ausgebrochen. Wir sind ausgebrochen. Ausgebrochen? Vom Knast. Ich bin ausgebrochen. Ich hab ihn mitgenommen. Ihr seid ausgebrochen und seid jetzt in meiner Wohnung? Ich glaube, es hackt. Bruder, entspann dich, Mann. Du musst mir helfen. Wir sind Brüder, verstehst du? Scheiß drauf. Wir sind jetzt draußen. Können wir nicht machen. Fuck. Hilfst du uns, Bruder? Hilfst du uns? Euch helfen? Was soll ich machen? Habe ich eine andere Wahl? Ich wusste, Mann. Auf dich ist immer Verlass. Ich hab doch gesagt, Bruder, das ist mein Bruder. Hat er gesagt. Ja, guck mal, du musst mich verstehen. Ja. Schatz, darf ich dir vorstellen, das ist mein Freund Yunis und das ist sein Kollege. Und Yunis, das ist meine neue Freundin. Ich bin der Yunis. Hallo. Hi. Freut mich, euch kennenzulernen. Danke, freut uns auch. Schatz, die Jungs, die haben ein bisschen Hunger, weißt du, kannst du dir was zu essen machen? Ja klar, kann ich machen. Oh, Schatz, du bist die Beste, danke, Mann. Guck mal, die macht sich wieder was zu essen? Ich weiß, ihr habt Hunger. Danke dir, Bruder, wir haben richtig Hunger. Ja, aber erklär mir doch mal, wie kam das dazu, dass du sowas mitmachst? Du bist doch gar nicht so. Ich weiß, Bruder, das war gar nicht meine Idee, ich war mit ihm, weißt du, und... Sinan? Erzähl mal weiter. Ja, Bruder, ich muss dringend auf Toilette. Hast du eine Toilette hier? Toilette? Guck mal, gleich direkt links. Hier links. Warte mal hier, ich komm sofort. Warte hier, ja? Ja, ist okay, ich warte hier. Schon, wie geht's? Gut, und dir? Mach mit dem Schluss. Was? Was kochst du eigentlich? Ja, Nudeln, Salat. Willst du noch was haben? Nee, alles gut. Nudeln hört sich gut an. Okay, brauchst du sonst noch von irgendwas hier oder kann ich weitermachen? Ich zieh! Komm her! Was machst du da, Mann? Hör auf zu nerven, du bist das seit 10 Jahren meine erste Frau! Hey! Hör auf! Das ist mein bester Freund, Mann! Das ist mein bester Freund! Das ist meine beste Freundin! Hey! Komm mal runter, Mann! Boah, was für komische Freunde hat der denn?
So Jungs, sucht euch ein paar Klamotten aus und dann müsst ihr auch wieder gehen, ne? Danke dir, Bruder. Danke dir auch fürs Essen, ne? Ja, ja, danke. Jungs, bitte beeilt euch, packt euch ein paar Sachen. Entspann dich, ja, wir gehen sofort, Bruder, entspann dich. Ihr müsst echt langsam gehen. Bruder, du siehst krass aus, Alter. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du mit so normalen Klamotten so cool aussiehst. Was machen wir jetzt? Wir besorgen uns jetzt ein Auto. Ein Auto? Ja, normal brauchen wir ein Auto. Oder willst du den ganzen Tag zu Fuß sein? Ich hab jemanden. Okay. Der kommt jetzt. Okay. Kein Problem. Ich kümmere mich um dich. Ich hab dir gesagt, pass auf dich auf. Da, ja. Ja, wie findest du den Wagen? Hab ich zu viel versprochen? Nice, Alter, nice! Guck dir Fänger an, aber guck mal jetzt. Was denn? Ey, Mann! Ja? Krass, wir fahren mit dem Typen jetzt rum, ne? Fette Karre, Digga, hast du schon in den letzten Jahren gemacht, wo ich weg war, ne? Ja, Mann, hab ich mir neu gekauft. Gib mal den Schlüssel. So. Gib mal den Schlüssel. Mann, Abflug. Ey, was los? Steig ein! Ey, Digga! Steig ein, Bruder, wir sind auf der Flucht, mach das nicht! Geh mal weg. Steig ein! Hallo! Okay. Sorry, Bruder, tut mir leid! Hör mal auf, das ist mein Auto. Bruder, hör auf, bitte mach das nicht. Ich brauch mein Auto. Bruder, sag dir doch mal was. Sorry. Ich muss los. Ich hab mich verführt, Junge. Ich hab dir gesagt, ich hol dir ein Auto, Junge. Fahr hier rechts, hier rechts, hier rechts. Bruder, Alter, was hast du gemacht, ja? Wenn sie sagen, so ein Auto, dann hol ich ein Auto. Hey, jetzt haben wir eine Karre am Start, wir müssen unauffällig bleiben, weißt du? Alles entspannt. Aber hast du nicht Angst, dass er die Bullen ruft? Oder was für Bullen? Ha? Weißt du, wer ich bin? Hä? Weißt du, wer ich bin, Mann? Ich hab den total im Griff, den Jungen. Ja? Meine Eltern auch. Wie guckt der denn so? Was ist los? Hast du dich verliebt, oder was? Hast noch nie Kanaken mit fettes Auto gesehen, ne? Mit deinem scheiß VW da. Warte mal, ich glaube, ich habe da was zu klären. Ich rufe dich gleich wieder zurück, okay? Bis gleich. Bruder, hör doch mal auf, Mann! Hör doch mal, was guck dir denn so, Alter? Dreckiger Pisser, du! Ey! Guck mal, der kommt jetzt. Was will der denn, Alter? Das ist für ein komischer Schläger. Wem soll der kommen? Was ist das für ein komischer Vogel, Mann? Warum kommt der jetzt hier hin? Boah, der sieht aus wie ein Rocker. Aber mit einem Auto? Bruder, mach dir keine Sorgen, schau den Tod jetzt. Bist du behindert, Bruder? Wir kommen gerade aus dem Knast, hör mal auf damit, Mann! Guck mal, wie der aussieht. Na, Jungs, wo haben wir denn ein Problem? Alles gut, wir haben kein Problem, alles gut. Geh mal weg, ich mach das schon. Warte, ich hab ein Problem. Hä? Bist du ein Rocker oder was? Mit deinen Haaren hier. Sinan, hör mal auf, Mann! Was ist das für eine scheiß Karre? Hast du meine Karre gesehen? Mach keine Welle. Ich hab keinen Bock, wieder reinzugehen. Ich bin ein Psychopath, Junge. Mir gehören die Straßen, hast du verstanden? Bruder, hör mal auf! Weißt du, wer ich bin? Ich scheiß drauf, wer du bist. Ich denke nicht. Warte mal, haben wir gleich. So, da haben wir's. Zivilpolizei, den Ausweis einmal bitte. Bruder, wie geht's dir? Das sind deine Straßen. Yunis, das ist ein Freund von uns. Ey, bist ein geiler Typ, stell dir den Yunis. Boah, hast du die Haare schön. Komm mit. Ja, ja, jetzt reicht's. Ey, Yunis, wir kriegen das hin, glaub mir. Ey, alles gut, red mal mit dem Yunis. Yunis. Euch nehme ich beide mit. Vertrau mir, wir kriegen alles hin. Wir kriegen das hin, Bruder, glaub mir. Wir gehen nicht wieder rein. So, rein in die Abschau. Alles deine Schuld. Ein Scheiß war das meine Schuld. Alles deine Schuld. Aber du hast doch den Bullen angemacht. Du hättest mich abhalten können. Und ich hätte dich jetzt gar nicht mitnehmen sollen. Aber alles cool, Bruder. Ich hab noch ein Loch gegraben. Spann dich.